Casual Gaming. Nintendo Entertainment System. Enjoy my channel and have fun. Hallo liebe Retro-Gaming-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zock mal wieder mit Tomaniac. It's NES-Time und ich habe mir fürs NES Marble Madness besorgt, denn Marble Madness, verbinde ich so einiges mit. Marble Madness war eins der ersten Games, die ich auf dem Amiga 500 damals gezockt habe. Und ich weiß noch, es gab damals diverse TV-Shows, so Computershows, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Computerzeit und sowas. Da wurde dann immer, wenn der Amiga vorgestellt wurde und seine Fähigkeiten, dann hatten die da meistens Marble Madness laufen, weil das wirklich mehr oder weniger ein 1:1 Arcade-Port war. Man hat es perfekt auf den Amiga rübergebracht. Und ich weiß, dass die NES-Version sich auch recht gut macht. Die kommt natürlich nicht an die Arcade- oder Amiga-Variante ran, sieht aber trotzdem ganz schön aus. Und wie die aussieht, das seht ihr jetzt, indem ich Start presse und mal ein Ründchen zocke, Player 1. Wahrscheinlich stelle ich mich wieder beschissen an, weil ich zocke das jetzt auf dem NES zum allerersten Mal. Und ich bin mal gespannt, wie sich das da zockt. Am Amiga, da spiele ich das ganz gerne mal mit der Maus. Und jetzt wollen wir mal gucken, ich kann mich hier tatsächlich... Ist das wirklich notwendig? Ja, wenn das so ist, dann mache ich hier mal ein T, ein H und ein O und dann reicht das auch schon. Na? Ah, 90 Grad oder 45 Grad, Control-Type. Ich vermute mal, 90 Grad heißt, ja, runter ist unten und drauf ist rauf, also richtig straightforward, und das andere ist wahrscheinlich dann irgendwie 45 Grad Winkel. Ich kann mir jetzt nicht richtig was drunter vorstellen. Ich nehme mal die 90 Grad Steuerung. Muss aber sagen, jetzt auf den ersten Blick sieht das hier auch ganz nice aus. Ja, tatsächlich. Runter ist runter. Und wow, wow, wow. Ich frage mich, ob man hier auch per Knopfdruck die Geschwindigkeit der Kugel beeinflussen kann. Jo, das war nicht schlecht. Fehlerfrei durchgekommen. Aber schon das nächste könnte schwieriger werden. Also ich muss sagen, auch fürs NES ist es eine sehr gelungene Umsetzung. Sehr spielbar. Diese schwarze Kugel hat es gerne mal auf uns abgesehen. Fuck. Okay, nicht so weit abstürzen hier. Ja, wenn man so dizzy ist, dann kann man sich gerade nicht steuern. Weg mit euch. Gut, dass die Klappbrücke entschieden hat, unten zu sein in dem Moment. Oh, schon wieder dizzy. Wow, wow, wow. Ich muss sagen, es ist auch hier eine sehr nett gemachte Umsetzung. Why? Not easy to lenk the Kugel. Da braucht's echt Fingerspitzengefühl, welches ich gerade im Moment nicht so ganz habe. Jetzt noch die Eisfläche. Nicht abkacken! Scheiße. Oh, na. Gut, und jetzt... Oh, ich dachte jetzt noch im letzten Moment, fliegst du noch daneben, noch? Yes. So, ja, da wird es dann langsam immer mühsamer, ne? Also, auch in der Amiga-Version tue ich mich nicht so gut. Meistens ist da bei Level 4 Schlüssgen, ne? Also, wenn man es so auf 90 Grad eingestellt hat, finde ich es aber zockbar. Boah, weg. Schwierig wird es, wenn dann gleich diese komischen, Blasgeräte kommen, oh. Und versuchen, einen von der Strecke zu blasen. Hier, die Säurepfützen sollte man auch tunlichst vermeiden. Oh, ein Wunder, dass sie mich jetzt nicht eingeschlotzt hat und verätzt. Okay, der Sound hier ist ein bisschen... Jetzt kann man hier drauf fahren, sich durchrollen lassen und hoffen, dass man nicht über Bord fliegt. Genau. Oh.
Oh, scheiße! Ich habe aber überhaupt keine Möglichkeiten. Gut, ich könnte jetzt den schwierigeren Weg gehen. Ich habe aber nur noch 8 Seconds to Mars. Und das wird so arschknapp, dass ich das nicht schaffen werde. Nein! Narg! Game over! Out of time. Ja. Okay, 9. Platz. Ich würde sagen, einer geht noch, wa? Einen probieren wir noch. Und da nehme ich jetzt mal die 45-Grad-Steuerung. Aber ich habe das Gefühl, 90, das war schon gar nicht so schlecht zu steuern. Nehmen wir mal B, 45. Mal gucken, wo jetzt der Unterschied sein soll. Was passiert, wenn ich jetzt den nach unten ziehe? Direkt vorhin war bei nach unten D-Pad, dann ging er auch direkt nach unten. Ah, toll. Wenn ich hier nach unten mache, dann geht er nach unten links. Oh, das ist aber gewöhnungsbedürftig. Da komme ich gerade gar nicht mit klar. So geht er nach unten rechts. Nach unten links. Oh, das ist aber gewöhnungsbedürftig. Dann doch lieber... Ach du Scheiße. Ich frage mich übrigens jedes Mal, was die Zahlen... Oh, das gibt's doch nicht. Was die Zahlen da bedeuten. 5, 4, 6, 3... Vielleicht weiß das jemand von euch. Irgendwas Geheimes, was einem nichts sagt. Cool wäre es, wenn so ein geheimer Level Warp oder sowas wäre. Schön wär's. Ich glaub's nur nicht. Also mit der Steuerungsmethode tue ich mich extrem schwer. Das kriege ich nicht hin. Nee. Ich guck mal, ob ich das hier irgendwie... Kann ich das Pause? Kann ich nicht abbrechen. Na scheiße, das heißt, ich muss da jetzt durch. Ich muss aber mal eben... Ich probiere mal was aus, was jetzt eh scheißegal ist. Komme ich so den Berg hoch? Nicht so gut, ne? Und normal war das, wenn man irgendwie einen Button gedrückt hat, A oder B. Ah, mit A, okay. Mit A komme ich besser irgendwo rauf. Okay, gut zu wissen. Das könnte für später noch interessant sein. Sollte es mir gelingen, ja, scheißegal. Dann bei der 90-Grad-Steuerung irgendwie... Ne, mit der 45-Grad komme ich sowas von überhaupt nicht klar. Oder kann ich hier auch irgendwie resetten? Zammer. Nein. Kann ich nicht. Okay, da werde ich weggefegt. Ja, da muss ich halt jetzt warten, bis die Zeit abläuft. Na, mal so ein bisschen rumeiern. Boah, ist das Bild. Also komme ich überhaupt gar nicht klar. Ja, ja, ja. Nee, Weiße, wo glaubst du so nicht? Hier ab durch den Trichter. Nee. Out of time, game over. So, jetzt nochmal mit 90 Degrees. Ja, nicht drin. Warum auch? War ja mal nix. Ein Player. End. 90 Grad. Also, mit A kann ich im Berg auch wieder rauf. Das ist dann für später noch wichtig. Aber so weit komme ich wahrscheinlich sowieso nicht. Ja, hier komme ich viel besser klar. Sprach's und stürzt ab. Aber hier längst du die Kugel im Grunde auch in die Richtung, in die man das D-Pad drückt. Gut. Sehr gut. Normalerweise darf man sich hier keinen Abschmierer erlauben, denn das, was man an Zeit mitnimmt, kriegt man als Bonus mit auf das nächste Level, wie man hier jetzt gerade gesehen hat. Mal gucken, wie ich mich hier jetzt anstelle. Geh weg, du stinkst. Ja. Boah, dizzy. Wenn man so dizzy ist, dann kann man sich nicht gut steuern. Komm, geh runter, du dumme Brücke. Ja, danke. Na. Oh, nee. Jetzt, Mann. Ah. 39, die Zeit tickt unaufhörlich und gemein. Unerbittlich.
Scheiße, da bin ich vorhin doch schon abgekackt in der Ecke. Uiuiuiui. Nur gerade noch so durchgeeiert. Da habe ich mich um die Ecke gelogen, ey. Ich ahne was. Boah, ich ahne, das habe ich nicht geahnt. Okay. Huh, da bin ich jetzt gar nicht so schlecht durchgekommen. Aber wie immer, es geht wahrscheinlich auch besser. Schreibt es mir mal in die Kommentare, wie findet ihr die Umsetzung hier auf dem NES? Ich finde, die ist wirklich brauchbar, die macht Spaß. Wenn du glaubst, ich lande auf deinem Teller heute Abend, dann hast du dich getroffen. Oh, Scheiße! Das passiert, wenn man in die Säurepfütze reindonnert. Also ja gut, hier an der Stelle ist die Musik ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich versuche es jetzt mal hier unten abzustürzen. Boah, ich wollte versuchen, hier mit A den Berg hochzukommen. Ich komme aber nicht hoch. Ich komme den Berg nicht hoch. Ich komme diesen verdammten, verfickten Drecksberg nicht hoch. Mann, ey! 2 Sekunden vor Schluss! Mann, das kann nicht wahr! Mann, ey! Okay, ich hätte euch gerne das nächste Level noch gezeigt, aber das müsst ihr selber rausfinden, wenn ihr es nicht sowieso kennt. Ja, was gibt's groß zu Marble Madness zu sagen? Nichts weiter, außer dass es ein absolut geiler Klassiker ist, dessen Umsetzung auch auf dem NES meiner Meinung nach ziemlich gelungen ist. Es ist wirklich spielbar, aber eigentlich nur mit der 90-Grad-Steuerung. Mit der anderen habe ich echt so, komme ich überhaupt nicht klar. Also ich finde es super geil, die Umsetzung. Mir gefällt's. Mir hat das jetzt auch wieder Spaß gemacht, so nach Ewigkeit mal wieder Marble Madness zu zocken. Zwar mal auf einem ganz anderen System, nicht auf dem Amiga oder C64. Ja, ich hoffe, euch hat das Zuschauen Spaß gemacht. Und wenn ja, dann bleibt mir doch treu und empfehlt mich weiter. Und ich sage ciao, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute.